Herzlich willkommen und ganz besonders herzlich begrüße ich hier Herrn Schlotter vom Landesverband der Sinti und Roma, der zum Zentralrat gehört. Unser Freund Matthäus Weiß, der hier regelmäßig kommt, kann heute nicht kommen, denn er ist in Berlin bei der zentralen Veranstaltung. Und Herr Schlotter muss leider etwas früher gehen, das sollte ich nochmal ausdrücklich sagen, damit man das nicht als wie nennt man das, als Abwertung betrachtet. Er hat noch eine Gedenkveranstaltung in Lübeck, wo er hin muss. Also an diesem Tag sieht man, dass ein großes Gedenken in Gang ist. Ich war, wie gesagt, schon in Husum. Alle sind an mehreren Stellen dieses Mal. Ich begrüße auch nochmal Herrn Schweizer, den Bürgermeister von Glicksbühl bei dieser Gelegenheit. Ganz herzlich willkommen. Unser Rainer Schweizer war auch letzten Sonntag schon hier. Wir wollen jetzt an den letzten Sonntag anknüpfen. Und zwar war dort Herr Walter Joshua Pannbacker zu Gast. Und hat etwas gesagt zum Thema ein menschenrechtsfreundlicher Staat aus jüdischer Sicht und auch zum Thema Antisemitismus erste Bemerkungen gemacht. Und ich darf jetzt ganz herzlich unter uns begrüßen unseren heutigen Referenten, Herrn Henning Röhl. Henning Röhl wohnt in Husum, ist ein, darf ich verraten, in der Nähe von Maria Jepsen und die ich heute Vormittag bei dem Gottesdienst erlebt habe und sie hat scherzenderweise gesagt, ich soll ihn grüßen. Da wusste ich noch gar nicht, dass die unmittelbar Nachbarn sind. Herr Röhl war lange Zeit hier bei den Nachrichten des NDR, bis er dann 1991, in der Zeit, wo ich selber auch nach Leipzig gegangen bin und im Journalismus gearbeitet hat, Fernsehdirektor wurde beim Mitteldeutschen Rundfunk, dem gerade neu gegründeten Sender. Und später dann, nach seiner Pensionierung, hat er nochmal seine ganze Glaubwürdigkeit und sein Know-how bemüht und hat einen neuen Fernsehsender gegründet, nämlich Bibel-TV. Der ist vielleicht einigen evangelischen Christinnen und Christen bekannt, weil die großen Kirchen sind dort im Kapital sozusagen diejenigen, die die Mehrheit besitzen. Und das Ganze nicht mehr? Ah ja, gut, da hat sich vielleicht etwas verändert, aber die großen Kirchen waren mal bei der Gründung mit im Boot. Und das Ganze lebt vor allen Dingen von Spenden. Das ist immer noch richtig, ne? Also das ist okay. Gut, dann wird Herr Röhl sich jetzt weiter selber vorstellen. Ich darf herzlich darum bitten, Herr Röhl, Ihr Referat zum Thema Antisemitismus schon wieder? Fragezeichen. Danke sehr. Danke für die freundliche Begrüßung. Mal ein bisschen runter hier. Brauche ich das überhaupt? Wollen wir mal gucken. Lassen Sie, ach so, für die Aufzeichnung, ja, das ist so, damit wir hier nicht in Kollision kommen. Lassen Sie mich persönlich mit einer persönlichen Bemerkung beginnen, wieso ich dazu komme, mich auszubreiten, zu verbreiten über das Thema Antisemitismus. Es ist eine Thematik, Problematik, die mich eigentlich mein ganzes Berufsleben über immer beschäftigt hat. Und ich erinnere mich in diesen Tagen, nicht ganz 50 Jahre ist es her, an einem ganz kalten Wintertag bin ich nach Katowice geflogen von Warschau und von Katowice mit einem Trabi. Die Sonne schien, es waren 15 Grad minus, wir mussten alle 3 Kilometer anhalten und die Zündkerzen wechseln, weil das Ding nicht so richtig fuhr, sind wir nach Auschwitz gefahren. Und es ist eines der einschneidenden Erlebnisse meines Lebens gewesen. Ich habe vorher die Akten des großen Auschwitz-Prozesses studiert gehabt, habe sie auch auf dieser Reise mitgenommen. Diese Reise war nämlich eine Recherchereise. Es gab in Katowice einen Leiter der politischen Abteilung, einen Herr namens Dr. Johannes Tümmler. Und dieser Herr Tümmler war Leiter auch des Blocks 11 in Auschwitz. Und ich war auf der Suche und die Staatsanwalt erklärte, dem könne man nicht belangen. Im Auschwitz-Prozess kam aber raus, dass er schuldig war, an mindestens verantwortlich war für mindestens 1000 Todesurteile. Herr Tümmler war Leiter der Wohnungsbaugesellschaft von Zeiss in Oberkochen. Und ich bin auf der Recherche gewesen und habe Material gesucht, war in Warschau in dem Archiv. Und war, wie gesagt, in Auschwitz. Diesen Tag werde ich nicht vergessen. Das, was da war, damals noch nicht so groß, wie es heute ist. Es war, wir waren fast alleine da, mein polnischer Begleiter und ich.
Und mir ist dieses ganze Geschehen, was ich aus den Prozessakten kannte, bei dem Gang auch durch Birkenau, wie stand alles vor mir. Ich habe nächtelang, wochenlang danach nicht geschlafen und immer wieder davon geträumt und habe viel Material über Herrn Tümmler zusammengesucht und auch gefunden und es dann auch der damals noch in Ludwigsburg der Zentralstelle übergeben. Und Herr Tümmler ist genauso wenig verurteilt worden wie fast alle anderen. Und es ist eine der großen Schanden der deutschen Politik, wie wir die Nachkriegsjahre überstanden haben, ohne eine Bewältigung, ist vielleicht das falsche Wort, ohne uns unserer Verantwortung bewusst zu sein. Es ist gerade in diesen Wochen erschienen ein Buch von einem Redakteur der Süddeutschen Zeitung, Bomarius heißt er, das heißt 1949. Ich kann Ihnen das allen nur zur Lektüre empfehlen. Da wird deutlich, dass auch große Leistungen 1949 passiert sind, nämlich das Grundgesetz ist verabschiedet worden. Eine große Leistung für unsere Demokratie. Aber wie vertuscht worden ist, wie vergessen worden ist, wie sich viele, 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 auch in Schleswig-Holstein, aber in ganz Deutschland, aus der Verantwortung gestohlen haben, wird so plastisch, wird so deutlich in diesem spannenden Buch. Und es musste zwangsläufig auf sowas wie 68er hinauslaufen, weil eben man verdrängen wollte, weil man nichts mehr damit zu tun haben. Ein Beispiel, was auch zitiert wird in dem Buch 1949. Es wurde 1949 Pico Bauwins Präsident des Deutschen Fußballbundes. Und dieser Pico Bauwins hat dann in seiner Rede im ausgerechnet Bürgerbräukeller in München, nachdem die deutsche Nationalmannschaft 1954 nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft nach München gekommen war, hat er in der Rede gesagt, jetzt haben wir gesiegt und jetzt ist von Schuld nicht mehr zu reden, damit ist die deutsche Schuld vorbei. Es ist unfassbar, was damals gedacht und gesagt wurde von allen Seiten, dass es halt, es gibt gar keine politische zu schreiben, es ist wirklich, es war, na gut. Dieses Thema hat mich dann immer interessiert und als junger Redakteur, ich bin dann in Baden-Baden gewesen, in Baden-Baden bin ich mit sehr vielen jüdischen Mitbürgern zusammengekommen, das heißt, Mitbürger waren sie nicht mehr, sie hatten aber einen deutschen Ausweis. Baden-Baden gibt es ein großes Luxushotel und viele, denen es besser ging im Ausland, das sind wenige, aber es sind doch einige gewesen, denen es ganz gut ging, die trafen sich in Baden-Baden oder in Basel. Im Brenners Park Hotel, um unter sich zu sein und doch wieder in Deutschland, weil alle, die emigrieren mussten, die überlebt haben, die waren von einem bestimmt von Heimweh. Und sie kamen immer nach Baden-Baden und ich habe dort viele Leute getroffen und waren unter sich, waren direkt an der Grenze, waren nicht ganz in Deutschland, aber doch in Deutschland wieder irgendwie zu Hause. Und ich bin als junger Redakteur dann ganz viel nach Israel gefahren und habe die Jekes, das ist ja die Deutschen, die überlebt haben und die in Israel lebten, viele von denen besucht. Unter anderem einen Menschen namens Erich Gottgetreu, kennt kein Mensch mehr heute. Willy Brandt kannte ihn sehr gut, der war Redakteur bei der Sozialdemokratischen Zeitung in Lübeck. Und sein erstes Honorar, nämlich 5 Mark, hat Willy Brandt als Schüler bei ihm kassiert oder hat von ihm bekommen. Und als Willy Brandt als Außenminister nach Jerusalem oder nach Jerusalem, Tel Aviv, aber hat auch in Jerusalem gewohnt, gab es ein großes Essen im King David Hotel in Jerusalem und er hat Erich Gottgetreu eingeladen und er saß an seiner Seite. Gottgetreu hat mir unter Tränen davon erzählt. Ich habe auch besucht die beiden großen Schauspielerinnen, die in die israelische Kultur ganz groß gemacht haben. Orna Porat. Orna Porat heißt eigentlich Irene Klein und war am Nordmark-Landestheater in Schleswig und lernte dort einen britischen Besatzungsoffizier kennen und lieben und heiratet. Dem war gar keine Jüdin, ging aber mit dem dann nach Israel und hat unter bitteren
anfingen, dort dann auch wieder angefangen als Schauspielerin, aber zunächst hat sie Wohnungen geputzt und alle möglichen Sachen gemacht und war dann eine der großen Damen. Es gab eine andere, die beiden waren nie so ganz miteinander, nicht so gut miteinander, das ist ja immer so bei Schauspielerinnen, oder nicht manchmal so, die hieß Hannah Maron. Hannah Maron heißt eigentlich in ihrem Geburtsnamen Hannahle Majazek. Und in Deutschland kannte man Hannahle Majazek. Das war nämlich das erste Pünktchen in der ersten Verfilmung von Pünktchen und Anton 1932. Und Hannahle Majazek kam aus einem jüdischen Haushalt und musste über Paris dann auch nach Palästina fliehen. Und es gab andere, es war bei Gershon Schocken. Das ist der Sohn von Salomon Schocken. Salomon Schocken ist einer der großen jüdischen Kaufhausgründer in Deutschland. Schocken wurde später Horten, als es arisiert wurde. Und Schocken hat große Verdienste, der alte Schocken, Salomon Schocken, für was die deutsche Architektur angelangt hat. Wir haben große Architekten in Deutschland gehabt. Wir feiern ja jetzt gerade in diesem Jahr 100 Jahre Bauhaus. Und das Bauhaus ist ja jüdisch geprägt gewesen. Und wenn Sie durch die Welt fahren, wenn Sie zum Beispiel in Kowloon, mir ist das ein paar Mal, ich bin öfter in China gewesen, in Kowloon sitzen und dann auf die Hongkong Skyline gucken, die Architektur ist geprägt von Ian Pei, dem großen chinesischen Architekten, amerikanisch-chinesischen Architekten, der wiederum, dessen Lehrmeister war Gropius. Und Gropius ist ja dann in Harvard gewesen. Und die Architektur Chinas, des neuen Chinas, stammt zum Teil aus der Bauhausschule. Oder die größte Bauhausstadt, die Sie heute noch sehen können, ist Tel Aviv. Wir haben ja in Deutschland sehr viel von der Bauhausarchitektur, von den großen Architekten abgerissen und ist nicht mehr da. Und die Schockens waren ganz stark für Erich Mendelssohn, den großen Architekten Erich Mendelssohn. Der durfte die Kaufhäuser aller bauen. Es gibt heute noch ein Schockenkaufhaus in Chemnitz. Und die Chemnitzer oder Karl-Marx-Städter, wie sie zeitweise zwangsweise hießen, die sagen bis heute, wenn sie ins Kaufhaus gehen, wir gehen zum Schocken, die alten Kaufhäuser. Und dieses Haus ist rudimentär noch vorhanden als Gebäude, wie es Erich Mendelssohn konzipiert hat. Dann hat mich das weiter begleitet. Ich traf irgendwann mal, als ich bei dem Sender Bibel TV, bei dem die Kirchen nicht die Mehrheit haben, dafür ist der Sender zu fromm, die sind zwar dabei, aber sie distanzieren sich auch immer, wo sie können davon, weil in dem Sender immer noch gebetet wird und von der Bibel erzählt wird. Dort traf ich, da empfahl mir jemand eine Dame namens Ruth Lapid. Und ich habe dann Ruth Lapid kennengelernt und wir haben 90 Stundensendungen aufgenommen über christlich-jüdische Beziehungen, über das Judentum, über nicht über die Immigration, nicht wie sie als kleines Mädchen nach Palästina gekommen ist. Darüber hat sie sich immer geweigert zu reden. Sie hat immer gesagt, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Wenn ich da jetzt das erzähle, dann werde ich nächtelang nicht schlafen und es geht mir so nach, ich will darüber nicht mehr reden. Ich habe dafür viel Verständnis gehabt, aber dann irgendwann, wenn wir abends zusammensaßen, kam sie doch immer wieder und erzählte so das eine oder andere, wie sie mit ihren Eltern und im Erdloch sich verstecken musste. Und wenn ich dann manchmal sagte, Ruth, das ist so mit Deutschen und Juden, dann ging sie mir fast an die Gurgel. Das geht nicht, sagt sie. Ich bin ein fränkisches Mädchen. Ich bin doch genauso Deutsche wie du. Und wie redest du von Deutschen und Juden? Du hast schon wieder Vorurteile und trennst schon wieder zwischen Deutschen und Juden. Damit ist eigentlich klar, wenn wir uns mit Antisemitismus heute, und es ist heute wieder ein stärkerer Antisemitismus vorhanden, wenn wir uns damit befassen, können wir
nicht nur die Erscheinungen, die heute da sind, ansehen, sondern wir müssen, so wie es neulich auch mal in einem NDR-Interview Manfred Lahnstein, dessen Frau ja eine Verfolgte der Familie ist, zum Teil umgebracht worden, und der sich sehr intensiv damit beschäftigt hat. Und Manfred Lahnstein hat gesagt, das, was wir heute sehen, ist das, was schon 2000 Jahre alt ist. Und es sind nicht die muslimischen Einwanderer, die den neuen Antisemitismus mit sich bringen, sondern es ist das, was in der Oberfläche schon da ist. Also wenn wir uns damit befassen, geht es nur, dass wir nochmal zurückgehen. Zurückgehen in die Geschichte dieses Antisemitismus, der nach wie vor vorhanden ist. Und wobei das Wort Antisemitismus gar nicht so alt ist wie der Judenhass, wie der Antijudaismus. Das Wort stammt aus dem Jahre 1879, aus dem Antisemitismusstreit in Preußen. Einer der Preuße, der Hauptschüler von Treitschke, dem Historiker, war ein Journalist namens Wilhelm Marr. Es gab schon immer solche und solche Journalisten. Wilhelm Marr hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Sieg des Judentums über das Germanentum, was 1879 erschienen ist. Und in diesem Buch ist das Wort Antisemitismus das erste Mal erwähnt worden. Es gehört zu den großen Geheimnissen der Religionsgeschichte, der Weltgeschichte überhaupt, dass Ausgangspunkt von Religionen ausgerechnet ein winzig kleiner Ort, als ich das erste Mal in diesem Ort war, war es wirklich, naja, wenn es die Geschichte nicht wäre, wäre es anders gewesen, aber nicht viel größer oder erschien nicht viel größer als Husum oder Neumünster, na, ein bisschen hübscher war es schon. Dieser Ort heißt Jerusalem. Und dieser Ort ist die Stadt, aus der die drei großen Weltreligionen stammen. Und die ersten waren die Juden. Sie bauten auf dem Berg ihren Tempel, ihr größtes Heiligtum. Den Berg nannten sie Tempelberg und den Namen Jerusalem übersetzten sie mit Gottes Frieden. Aus dem Judentum entwickelte sich dann eine weitere monotheistische Religion, das Christentum. Jesus Christus, auch wenn es in gewissen Zeiten viele nicht wahrhaben wollten, Jesus Christus war und wird immer Jude bleiben. Und er wurde auf dem Berg Golgatha gekreuzigt, auch in Jerusalem, unweit des Tempelberges. Und er ist in Jerusalem auferstanden. In Byzanz und Rom haben Christen dann im Laufe der Jahrhunderte versucht, ein zweites Jerusalem aufzubauen. Aber die Stadt Davids bleibt ihr größtes Heiligtum. Der Islam im 7. Jahrhundert nach der Zeitenwende entstanden und damit die zeitlich dritte der großen Weltreligionen, besitzt in den Wüstenorten Mekka und Medina, wir wissen das, seine größten Heiligtümer, aber an dritter Stelle liegt Jerusalem. Von hier aus soll der Prophet mit dem Pferd gen Himmel geritten sein. Alle drei Religionen reklamieren also Jerusalem für sich und sie haben in vielen Jahren und Jahrhunderten durchaus auch friedlich nebeneinander, nicht unbedingt miteinander, aber doch nebeneinander in Jerusalem gelebt. Aber die Stadt des Friedens war immer auch eine Stadt des Unfriedens. Mehr als 50 Mal wurde Jerusalem im Laufe seiner Geschichte belagert, 36 Mal erobert und 10 Mal zerstört. Der Kampf um Jerusalem ist also Phänomen der Neuzeit. Vieles, gerade wenn wir die Geschichte des Judentums und die Geschichte der Auseinandersetzung der großen Religionen anschauen, was wir denken, das ist heute so furchtbar neu und das ist ja, es hat es alles schon gegeben, ist alles schon da gewesen. Die drei monotheistischen Offenbarungsreligionen sind eng verwandt, aber wie das bei Verwandten so ist, sie haben ja auch oft Probleme miteinander und zanken sich ganz kräftig, ganz häufig auch bis aufs Blut.
Die ersten Christen waren Juden. Die Gemeinden, die Paulus auf seinen Missionsreisen besuchte, waren jüdische Gemeinden. Das Christentum war anfangs eine, wenn man so will, andere Spielart des Judentums. Das Christentum entwickelte sich dann auch in Abgrenzung zum Judentum. Ganz wesentlich für die Geschichte des Christentums war das Jahr 380 nach Christus. In diesem Jahr wurde das Christentum unter Kaiser Theodosius zur Staatsreligion im damaligen römischen Weltreich. Die Kirche erhob damit weltliche Machtansprüche und weltliche Herrscher wollten die kirchlichen Institutionen zu ihrer Dienerin machen. Man denke nur an den sogenannten Investiturstreit im Mittelalter, der ja nicht beendet wurde im Jahre 1044 mit dem Gang nach Canossa, als Heinrich IV. Sein Knie beugte vor Gregor dem VII., wobei der eigentliche Sieger der Geschichte ja Heinrich war, nicht Gregor, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Noch stärker war der Machtanspruch der Kirche und der Politik und in der Ostkirche, die Byzanz, Konstantinopel zu ihrem Mittelpunkt hatte. Hier sprach man sogar vom Caesaropapismus, also von Verbindung zwischen Papst und Kaiser. Wenn man auch da wieder eine Parallele zu heute, wenn man sich manche Entwicklungen in Moskau anguckt und den neuen Caesaropapisten anguckt, also zwischen Putin und der Geschichte der Ostkirche, gibt es viele, viele Parallelen, wie übrigens auch zwischen Erdogan, der ja auch versucht, das alte Osmanische Reich wieder auferstehen zu lassen. In den westlichen Kirchen wurde spätestens zur Zeit der Aufklärung versucht, diese Vermischung zwischen weltlicher und geistlicher Macht zu beenden. Das Verhältnis zwischen Religion und weltlicher Macht ist im Islam noch viel enger als bei den Christen. Lassen Sie mich als erstes Fazit festhalten. Religion und weltliche Macht sind immer wieder Verbindungen eingegangen und manche Konflikte von heute erklären sich auch aus diesem Zusammenspiel von Religion und Machtpolitik. Politischer Machtanspruch wird religiös verbrämt, Religion politisch aufgeladen. Das war immer so und ist noch längst nicht vorbei. Jetzt aber die Unterschiede zum Judentum. Die Juden hatten in den vergangenen 2000 Jahren keine Chance, sich mit weltlicher Macht zu verbinden. Sie lebten überall in der Welt in der Minderheit, in der Diaspora. Und das nicht erst seit Christi Zeiten. Der schmale Landstreifen, in dem die Israeliten zu Hause waren, war Durchzugsland zwischen den Kontinenten Asien, Afrika und Europa. Völkerwanderungen, Eroberungskriege, Handelsströme, alles ging durch dieses kleine Land zwischen Mittelmeer und arabischer Wüste. Starke Mächte wie Ägypten, Babylonien, Griechen und Römer trafen sich, kämpften um dieses, eroberten dieses Land, nahmen Israeliten mit in die Gefangenschaft. Wir nennen die babylonische Gefangenschaft, wir kennen die Gefangenschaft in Ägypten. Und die Juden wurden als Sklaven mitgenommen. Die größte Vertreibung der Juden geschah aber im Jahre 70 nach Christus, nach der endgültigen Zerstörung von Jerusalem. Sehr viele unter Kaiser Titus, sehr, sehr viele Juden mussten ihre Heimat verlassen. Man geht heute von etwa 1 Million getöteten und über 1 Million vertriebenen Juden aus. Sie flohen nicht nur in Gegenden rund ums Mittelmeer, auch viel weiter im Norden und Osten Europas, nach Persien, in Indien gab es viele Juden und in afrikanische Länder. Verbindende Kraft dieser Juden in der Diaspora war immer die Religion und die religiösen Bräuche. Und das Judentum kennt keine Mission. Deshalb blieben sie beieinander in der Diaspora. Hier liegt einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Juden, Christen und Muslimen.
Islam und Christentum versuchen bis heute, andere für sich zu gewinnen, mit vielen positiven, aber auch negativen Folgen. Die katholische Kirche beispielsweise ist längst nicht mehr das, was es war, was sie einmal war, durch die vielen Einflüsse, auch etwa aus Afrika, aus Lateinamerika. Es ist das alte katholische Dogma ist längst, hat sich stark verändert, auch durch die Mission, durch die vielen, vielen anderen, die dazu gekommen sind. Die beiden anderen aber abrahamitischen Religionen, also Islam und Christentum, sind ständig gewachsen und wachsen weiter, das Judentum kaum. Wenn man sich heute anschaut, wie viele religiöse Mitglieder dieser großen Religionsgemeinschaften gibt es auf der Welt, dann ist man erstaunt. Es sind etwa 2,3 Milliarden Christen, es sind 1,6 Milliarden Moslem, wobei der Islam sehr viel stärker wächst als das Christentum, aber das Christentum wächst auch in Afrika, ist die am stärksten wachsende Religion in China. Wir wissen es nicht ganz genau, aber es sind mehrere hundert Millionen Christen mittlerweile in China. Es ist erstaunlich, was sich dort tut. Und, also ich hatte gesagt, 2,3 Milliarden Christen, 1,6 Milliarden Muslime. Und jetzt, wie viele Juden gibt es auf der ganzen Welt? Kann das jemand sagen? Wie? 200 Millionen. Es sind nicht einmal 15 Millionen. Es ist im Grunde nicht fassbar, aber es sind nicht einmal 15 Millionen Juden, die auf der ganzen Welt leben. Davon etwa 7 Millionen in Israel, knapp 7 Millionen, etwa die gleiche Anzahl nochmal in den Vereinigten Staaten. Und dann sind sie verteilt auf Europa, Russland gibt es fast, gibt es noch 200.000 etwa, Deutschland, komme ich noch drauf. Juden leben also überall in der Minderheit. Aber sie haben, ich hatte das gesagt, über 2000 Jahre Identität bewahrt. Jüdische Gemeinden verfügten fast überall, durch Religion der Identität bewahrt, überall über ein gutes Schulwesen. Die hebräische Sprache wurde als Kultsprache gepflegt. Und die Zahl der Analphabeten, der jüdischen Analphabeten, war im Vergleich zur umgebenden Gesellschaft sehr, sehr gering. In den jüdischen Gemeinden herrschte ein hohes, wir verspotten das manchmal, da geht es zu wie in der Judenschule, ein ganz hohes Diskussionsniveau, und auch, was auch der intellektuellen Schulung diente. Hinzu kamen schließlich hohe Zugangsbarrieren. Es war nicht leicht, als Jude anerkannt zu werden. Natürlich gab es immer auch Vermischungen zwischen Juden und Nichtjuden, aber sie waren sehr viel geringer als bei anderen ethischen und religiösen Gruppierungen. Jüdische Gemeinden blieben weitgehend unter sich. Dieser Minderheitenstatus, wir kennen es bis heute, bedeutete aber auch Diskriminierung, Misstrauen der anderen, Ausschluss aus der übrigen Gesellschaft. Juden mussten schon im Mittelalter in vielen Städten unter sich in Ghettos leben, erste Ghetto in Venedig. Sie hatten keinen Zugang zum Bürgertum und zu bestimmten damals wesentlichen Berufen wie den Zünften der Handwerkerschaft. Auch später, als es nach der Französischen Revolution nach und nach in Preußen, später überall in Europa zur sogenannten Judenemanzipation kam, blieben ihnen nach wie vor, etwa im Staatsdienst und so, ganze Berufsgruppen versperrt. Sie suchten andere Felder zur Verwirklichung und zum sozialen Aufstieg. Kaufmannswesen, Bankwesen, bestimmte Bereiche von Wissenschaft, Kunst, Arzt oder Anwalt, Journalismus, Verlagswesen. In andere Gebiete wurden sie ja nicht hineingelassen. Der Minderheitenstatus spornte zum Teil auch zu besonderen Leistungen an. Allein schon, weil sie zwangsweise abgeschottet lebten, weil sie andere religiöse Bräuche pflegten, weil sie als Fremde und Außenseiter angesehen wurden, stießen Juden über Jahrhunderte auf Misstrauen und Argwohn. Hinzu kam, viele von ihnen waren tüchtig und erfolgreich. Das sorgte für Neid. Einer der Ursachen
für Judenfeindlichkeit ist also auch Misstrauen und Neid. Aber etwas viel Gravierendes kommt hinzu. Die Geschichte des Judentums und des Islam ist auch eine Geschichte der Abgrenzung von der Ursprungsreligion, dem Judentum, verbunden mit dem Hinweis, dass die Juden Gottes Botschaft missverstanden hätten und dass die jeweils neue Religion die einzig richtige und wahre sei. Heute ist oft die Rede davon, abendländische Kultur sei aus einer christlich-jüdischen Symbiose erwachsen. Das ist nur zum Teil richtig. Das da abendländische Denken war immer auch von Abgrenzung und Ausgrenzung und zum Teil von dem Versuch der Überwindung des Judentums geprägt. Diese Aus- und Abgrenzung gipfelte in dem Vorwurf, die Juden seien die Christusmörder. Dieser Vorwurf zieht sich durch die gesamte Geschichte des Christentums. Eigentlich waren es ja, wenn man es genau nimmt, die Römer, die Jesus zum Tode verurteilt hatten. Sie waren die Besatzungsmacht, die Juden hatten eigentlich gar keine Macht. In den neuen und christlichen Gemeinden, die entstanden, wurde die Geschichte deshalb umgedeutet. Sie mussten ihre eigene Identität entwickeln und brauchten dazu ein Feindbild. Damals mussten dafür die Juden herhalten. Christen nahmen für sich in Anspruch, das wahre Israel zu sein. Sie wollten den alten Bund Gottes mit den Juden ablösen und erklärten sich zu den eigentlich Gesegneten. Es gab nun immer wieder Zeiten, in denen Christen und Juden miteinander auskamen, aber es bleibt dabei. Der Anspruch der Christen gegenüber dem Judentum, die wahre Religion zu sein, führt in der Geschichte zu Ausgrenzung und Diskriminierung, zu Zwangstaufen und Verfolgungen, zu Pogromen und zum Judenmord. Der Anti-Judaismus zieht sich wie eine Blutspur durch die Geschichte. Nie monokausal. Immer kamen auch andere Gründe hinzu. Aber die Juden wurden zum Sündenbock gemacht bei Pest und Epidemien, bei Missernten und Wetterkatastrophen. Juden waren die Brunnenvergifter und Hostienschänder. Ohne den christlichen Nährboden und die vielfältigen Demütigungen und Schmähungen wäre der Antisemitismus der Neuzeit nicht entstanden. Zur katholischen und protestantischen Tradition beider großen Konfessionen gehört auch der Antijudaismus. Zum Beispiel, ich will es gar nicht erklären weiter, Martin Luther in seinen wirklich bösartigen antijüdischen Schriften. Es gab Versuche, eine direkte Linie von Luther über Preußen zu den Nationalsozialisten und zum Holocaust zu ziehen. So einfach ist das nicht. Aber sicher ist, es gab eine starke antisemitische Tradition, auch im deutschen Protestantismus. Selbst in der bekennenden Kirche, also im kirchlichen Widerstand gegen das Hitlerregime, wurde damit nicht gebrochen. Kein Wort zum Beispiel gegen die Judenächtung im Barmer Bekenntnis von 1934, der Grundlage der bekennenden Kirche. Selbst im Stuttgarter Schuldbekenntnis der EKD aus dem Oktober 1945 wird der Holocaust mit keinem Wort erwähnt. Während die Mehrzahl der deutschen Kirchen und Geistlichen zur nationalsozialistischen Ideologie schwiegen, beteiligten sich einige Theologen an deren theologischer Legitimierung. Dieser Satz steht im Begleitbuch zur Wanderausstellung der Nordkirche über Christen, Kirche, Juden, Christen und Juden. Es erschien erst nach der Jahrtausendwende. Es hat lange, lange, lange gedauert, bis unsere Kirche dieses Kapitels ihrer Geschichte annahm. Es gab Ausnahmen, Dietrich Bonhoeffer war eine Ausnahme, aber es waren wirklich nur Ausnahmen. Und
Im Heimatkalender zwischen Eider und Wiedau hat Holger Piening im vergangenen Jahr 2018 einen Aufsatz geschrieben über die nordfriesischen Pastoren der bekennenden Kirche. Es ist in der Tat so, dass in Nordfriesland prozentual die meisten Pastoren waren, die zur bekennenden Kirche gehörten. Und als Kind, weil mein Vater und mein Großvater und mein Onkel, der spätere Bischof Alfred Petersen, sie gehörten alle auch und waren auch immer, ich habe in Jugendjahren oder sehr viel von denen über die bekennende Kirche gehört und auch über das, was damals auch an mutigen Dingen geschehen ist. Aber das kam von ihnen auch in dieser Zeit, von denen allen, von der ganzen bekennenden Kirche, kein Wort gegen die Judendiskriminierung und gegen das Umbringen der Juden. Viele sagen, wir haben es nicht gewusst. Nein, man hätte es wissen können und man hat es ja auch gewusst. Kein Wort auch aus der bekennenden Kirche dagegen. Da lebte die Tradition des Antijudaismus fort bis in unsere Tage. Auf der katholischen Seite war es nicht anders. Als Theodor Herzl, der Zionistenführer, der den Zionismus im Grunde begründete, im Jahre 1904 Papst Pius X. besuchte, um bei ihm für die Idee eines Judenstaates zu werben, hörte er diese Reaktion des Papstes. Wir werden euch nicht anerkennen können, denn ihr habt unseren Herrn Jesus nicht anerkannt. Papst Franziskus hat sich 100 Jahre später dafür in Jerusalem entschuldigt. Auf katholischer Seite hat die Aufarbeitung nach dem Holocaust lange gebraucht. Einer der großen Männer auf diesem Gebiet war Johannes der 23., der das Zweite Vatikanum einberufen hat. Am Ende seines Lebens hat er ein Schuldbekenntnis, ein Gebet formuliert, das für mich zu den eindrücklichsten kirchlichen Schuldbekenntnissen gehört. Es heißt darin, wir erkennen heute, dass viele Jahrhunderte der Blindheit unsere Augen verhüllt haben, sodass wir die Schönheit deines auserwählten Volkes nicht mehr sehen und in seinem Gesicht nicht mehr die Züge unseres erstgeborenen Bruders wiedererkennen. Vergib uns, dass wir dich in ihrem Fleische zum zweiten Mal ans Kreuz schlugen. Offizielle Kirchen und Theologen haben ihre Schuld gegenüber den Juden längst eingesehen. Das heißt aber nicht, dass über Jahrhunderte eingeübtes Fehlverhalten und Vorurteile damit vom Tisch sind. Bewusst oder unbewusst wirken Prägungen fort, auch bei denen, die gar keinen Bezug mehr zur Religion haben. Vorurteile und Fehleinschätzungen, Ressentiments und Zurückhaltung gegenüber Juden aus christlicher Tradition gespeist, haben sich noch überall erhalten. Als zu Zeiten der Aufklärung und mit aufkommender Säkularisierung die Erklärung vom Jesusmord und von den Christenmördern nicht mehr ausreichte, kamen neue Gründe hinzu zur scheinbaren Legitimierung jüdischer Ausgrenzung. Juden wurden als Semiten, als eine besondere Rasse bezeichnet. Festzuhalten bleibt heute, ich will das jetzt nicht alles ausführen, eine jüdische Rasse gibt es nicht. Wer Juden besondere Gene nachsagt, stellt sich in eine Reihe mit den übelsten Rassisten, aber dieser rassistische Judenhass ist nicht ausgestorben. Es gibt ihn immer noch. Es wird immer noch von Juden als Rasse geredet. Und ich ärgere mich jedes Mal, wenn auch in der Politik und anderswo sich gewehrt wird, gegen Antisemitismus und Rassismus wird alles auf eine Stufe gestellt. Antisemitismus hat mit Rassismus nichts zu tun. Juden sind keine besondere Rasse. Juden sind die Juden. Das ist die Sprache des Stürmers. Jetzt muss ich mal was aus meiner Tasche hier holen, um auch mal wieder auf die heutige Zeit zu kommen und nicht so, damit man nicht
Es gab die bösartigsten Hetzartikel gegen die Juden, wurden im Stürmer von Herrn Streicher geschrieben. Der schlimmste Autor des Streichers, der Karikaturenautor, mit Juden immer mit den krummen Nasen und was weiß ich, ist ein Herr namens, der hieß als Künstlername Fips. Der heißt Ernst Hiemer. Ernst Hiemer ist nach 1945 zu 10 Jahren Gefängnis, 10 Jahren Zuchthaus verurteilt worden, ist aber relativ bald wieder entlassen worden. Eines seiner schlimmsten Bücher hieß Der Giftpilz. Der Giftpilz ist fängt an, wie Giftpilze oft schwer von guten Pilzen zu unterscheiden sind, so ist es oft schwer, die Juden als Gauner und Verbrecher zu erkennen. So geht es los und so geht es die ganze Geschichte über. Es gab auch ein Buch, was auch in dem Stürmer Verlag erschienen ist, von einer Autorin namens Elvira Bauer. Schlimm. Elvira Bauer: Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid. Im Stürmer Verlag erschienen, geht los. Als Gott der Herr die Welt gemacht hat, er die Rassen sich erdacht, Indianer, Neger und Chinesen und Juden auch die bösen Wesen. Und so geht es weiter. Und wissen Sie, woher ich die Bücher habe? Die können Sie im Internet bestellen bei einem Leipziger Verlag heute. Das ist die böseste Hetzliteratur, die es gibt. Ist frei verkäuflich und darüber hinaus, wer weiß was alles, bei Amazon zu bestellen. Diesen Verlag gibt es. Ich habe den ganzen Verlagskatalog mal mitgebracht. Und ich habe das einmal bestellt, seitdem kriege ich jetzt immer auch über Amazon böse rechtsradikale Literatur angeboten. Es ist undenkbar, was heute passiert und dass da nicht längst ein Staatsanwalt eingeschritten ist. Das Einzige, was die gemacht haben, sie haben darauf geschrieben, wissenschaftlicher Quellentext zur scheinbaren Legitimation. Und dann haben sie noch etwas gemacht, damit es den Kindern von heute leichter wird. Das war früher in deutscher Schrift: Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid. Das können die Kinder aber heute nicht mehr lesen, also haben sie das in lateinische Buchstaben umgemacht. Es ist unfassbar, dass das heute noch möglich ist. Aber ich war jetzt bei dem Rassending. Es kommt heute noch ein anderer Grund für die Juden. Feindlichkeit hinzu, nämlich der Antizionismus, der Hass auf den Staat der Juden, seine Bürger und seine Verteidiger. Nicht alle Juden sind Zionisten. Antizionismus und Antisemitismus sind auch nicht gleichzusetzen. Aber nicht selten kommt der moderne Antisemitismus im Gewand des Antizionismus daher. Zionismus, Sie wissen das, entstand Ende des 19. Jahrhunderts. Theodor Herzl, den Namen hatte ich erwähnt, stand unter dem Einfluss der Dreyfus-Affäre, hat er sein Buch geschrieben, der vom Judenstaat. Am 30. November 1947 beschloss die UNO-Vollversammlung mit Mehrheit, mit Stimmen der Sowjetunion und so weiter, die Unabhängigkeit des britischen Mandatsgebiets Palästina. Und es folgte wenig später die Gründung des Staates Israel. Schon am Tag nach der Gründung wurde Israel überfallen in dem ersten Nahostkrieg. Es gelang diesen Krieg zu gewinnen, wie die späteren auch. Israel ist aber immer gefährdet. Ich habe es selbst erlebt. Ich war im Oktober 1973, Anfang Oktober, in Jerusalem. Und weil Yom Kippur war, haben wir gedacht, fahren wir nach Bethlehem, da kannst du in Israel doch nichts machen. Da ist überall nur Feiertag, kein Gesprächspartner, kein gar nichts.
wir sind nach Bethlehem gefahren und trafen einen Araber, der fuhr per Anhalter mit uns, der hatte in Hagen studiert, ein netter Kerl, und der brachte uns sofort mit nach Hause, der sehr gastfreundlich, viel gastfreundlicher als wir es heute sind. Und ein Kollege und ich, wir waren bei dem zu Hause und auf einmal war Unruhe und er sagte, wir müssen auf den Basar, da ist was los, da ist irgendwas los, irgendwas ist passiert, wir sind auf dem Basar, alles unruhig, da hieß, die Ägypter seien auf der anderen Seite des Kanals. Und das kann nicht wahr sein. Es gab ein Haus in Israel, die hatten schon Fernsehen und wir sahen im Fernsehen die anrollenden Panzer auf dem Sinai. Da war wirklich ein, also jeden Tag, ich will, ich sage das, um zu demonstrieren, wie jeden Tag müssen die damit rechnen, dass ihnen etwas passiert. Israel ist immer gefährdet, wobei es faszinierend war, wie innerhalb von einer halben Stunde das Land vom tiefsten Feiertagsfrieden in ein bedrohtes Kriegsland sich geändert hat. Es waren, innerhalb von einer halben Stunde waren die Straßen besetzt, waren die Telefone waren nicht mehr. Ich könnte nicht lange darüber erzählen. Also Israel ist immer gefährdet. Hat sich zwar neuerdings mit Ägypten und Saudi-Arabien arrangiert, aber es hat genügend Nachbarstaaten, deren erklärtes Ziel ist, ist Israel von der Landkarte zu verschwinden zu lassen. Man kann Anti-Zionismus, also gegen Israel sein, und Antisemitismus nicht gleichsetzen. Die erste Antwort ist, man kann es nicht. Aber dann kommt man doch ins Grübeln. Und ich habe ein Zitat in der Berliner Zeitung Die Taz gefunden, eines englischen Rabbi, Jonathan Sachs heißt er. Und ich zitiere das mal. Sachs ging in eine englische Schule und fragte die Schüler, wie viele von euch würden die Politik Englands kritisieren? Ganz viele hoben die Hand, klar. Dann fragte er, wie viele würden das Existenzrecht Englands abstreiten? Keine Hand reckte sich. Genau darum geht es nämlich. Wenn man das Existenzrecht Israels bestreitet, hat das nichts mehr mit Kritik zu tun. Das ist antisemitisch. Das verwehrt Juden, in einem eigenen Staat zu leben. Die Sache ist zwar recht kompliziert. Kritik an Israel ja, aber nicht in Frage stellen des Staates. Bei aller Kritik an Israel sollte man auch im Auge behalten. Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Hier wird, wie es jüdische Tradition ist, ganz heftig über Politik gestritten. Wir haben gerade wieder Wahlkampf dort, es ist wirklich, dagegen ist bei uns alles harmlos. Das schlägt sich auch in der Berichterstattung nieder. In den arabischen Staaten gibt es keine freie Berichterstattung und viele Bilder, die wir in unseren Medien und viele Berichte, die wir bekommen, sind vor allen Dingen aus den arabischen, aus dem Gazastreifen und woher, sind Bilder, die geliefert worden sind mit propagandistischem Hintergrund. Es ist wahnsinnig schwer, der Berichterstattung aus dem Nahen Osten wirklich zu glauben und wirklich zu erkennen, was ist gefaked und was ist richtig. Im Einzelfall kann man in der Tat über die Politik Israels streiten, aber es ist schon bezeichnend, dass das Wort Israel-kritisch Eingang in den deutschen Duden gefunden hat. Nicht etwa Palästina-kritisch oder araberkritisch oder amerikakritisch. Nein, es ist ein fester Begriff in Deutschland, israelkritisch. Und dem entspricht, was Wissenschaftler der TU in einer Langzeitstudie unlängst herausgefunden haben, der israelbezogene Judenhass ist auf dem Wege, ein politisch korrekter Antisemitismus zu sein. Es besteht also die Gefahr von Normalisierung, von Antisemitismus in Form des Antizionismus. Aber weil es immer schwieriger wird,
auseinanderzuhalten und auch manche politische Wollten der Regierung Netanjahu immer schwieriger nachzuvollziehen sind. Deshalb ist es auch immer schwieriger, die offizielle Haltung der deutschen Politik zu vermitteln und zu begreifen. Denn erinnern wir uns, Angela Merkel hat 2008 in der Knesset in Jerusalem gesagt, das Eintreten für die sichere Existenz Israel ist Teil der deutschen Staatsräson und niemals verhandelbar. Diese Aussage hat der Deutsche Bundestag in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr aus Anlass von 70 Jahren Israel mit den Stimmen aller Fraktionen, auch der AfD übrigens, noch einmal bekräftigt. Die Aussage bedeutet keine militärische Beistandsverpflichtung, bedeutet aber doch mehr als nur eine moralische Unterstützung des jüdischen Staates. An dieser grundsätzlichen Haltung deutscher Politik wird seit Jahren mehr oder weniger deutlich Kritik geübt. Der deutsche Schuldkomplex mache die Bundesrepublik erpressbar, heißt es zum Beispiel. Irgendwann müsse es genug sein, sagen manche, und suchen hier auch ein Einfallstor für einen neuen Antisemitismus. 70 Jahre sind genug, so oder ähnlich heißt es dann. Doch es geht längst nicht mehr bei uns Nachgeborenen um Schuld, sondern es geht um Verantwortung. Aus der Verantwortung aus unserer Geschichte können auch wir Nachgeborenen uns nicht herausstehlen. Der Völkermord an den Juden gehört zu unserer Geschichte, genauso wie Martin Luther, meinetwegen Konrad Adenauer, der Sozialstaat, die Demokratie und viele andere Dinge, auf die wir zu Recht stolz sind. Wenn wir also nach dem neuen Antisemitismus fragen, müssen wir zugleich die Frage stellen, ob sich unser Land auch weiterhin an dem messen lässt, was die demokratische Übereinkunft des Nachkriegsdeutschlands gewesen ist. Zunächst einige Zahlen, muss ich kurz noch einschieben. In den ersten Nachkriegsjahren lebten nur noch sehr wenige Juden in Deutschland, deshalb hatte man auch irgendwo Berührungsängste. Es gab ja keine mehr. Heute gehen wir davon aus, dass es etwa 200.000 jüdische Mitbürger gibt. Etwa 100.000 von ihnen sind in den jüdischen Gemeinden organisiert. Doch auch diese Gemeinden ist, wie die meisten christlichen Gemeinden sind, stark überaltert. Die Zahl der Juden, der organisierten Juden in den Gemeinden sinkt also. Doch etwas anderes kommt hinzu. Viele junge Israelis sind in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen. Tel Aviv ist nach Kalifornien, nach Silicon Valley, die zweitgrößte Start-up-Metropole der Welt. Und viele von den jungen Unternehmen sind vor allen Dingen nach Deutschland, vor allen Dingen nach Berlin gezogen. Man schätzt, dass ungefähr 30.000 junge Israelis, also auch junge Juden, mittlerweile wieder in Deutschland wohnen. Sie sorgen auch dafür, dass es wieder ein, wenn auch zahlenmäßig nicht so großes, jüdisches Leben in Deutschland gibt. Aber auch ihre Verunsicherung wächst, denn judenfeindliche Tendenzen und Gewalttaten haben in den vergangenen Jahren beträchtlich zugenommen. Manche von ihnen spielen mit dem Gedanken, Deutschland wieder zu verlassen, weil sie sich hier zunehmend unsicher fühlen. Noch größer, das nur zwischendurch gesagt, als in Deutschland ist die Verunsicherung in Frankreich. In Frankreich leben etwa 500.000 Juden, lebten. Es sind etwa 10.000 im Jahr, die Frankreich wieder verlassen und nach Amerika oder nach Israel gehen. Auch in Deutschland beobachten wir, alle jüdischen Einrichtungen stehen unter ständigem Polizeischutz. Die Amtsträger der jüdischen Gemeinden gehören zu den am meisten gefährdeten Personen im Lande. Die offizielle Polizeistatistik hat im vergangenen Jahr, 2017, etwa 1.500 antisemitische Straftaten erfasst. Dazu gehören Anschläge auf Gebäude, Schändung von Friedhöfen und so weiter und so fort. Die meisten Täter kamen nach dieser Statistik aus dem rechtsextremen Bereich. Nicht einmal 10% wurden von sogenannten Anhängern ausländischer und religiöser Ideologien, darunter werden auch Täter mit muslimischem Hintergrund eingeordnet, verübt. Aber die registrierten Straftaten sind nicht alles. Die Kriminalstatistik ist das eine. Sie sagt aber relativ wenig aus.
wird zum Beispiel einem Delikt kein konkreter Täter, bei einem Delikt kein konkreter Täter ermittelt, landet die Sache statistisch in der Kategorie, so ist das normal, Rechtsextremismus. Viele Delikte werden überhaupt nicht erfasst, deshalb wird es demnächst in allen großen Städten in Deutschland Meldestellen für antisemitische Vorfälle geben. Es gibt und gab viele spektakuläre Einzelfälle in den vergangenen Monaten, der Fall des Kippa-Trägers und so weiter. Ich will sie gar nicht alle aufzählen, Sie kennen sie alle. Mobbing an jüdischen Schulen ist häufig, nicht nur an Schulen mit hohem Migrantenanteil. In der vergangenen Woche berichtete die Tageszeitung Die Welt von dem Fall eines jüdischen Mitarbeiters eines großen Unternehmens aus Niedersachsen. Er hatte sich sehr über antisemitische Bemerkungen und Witze einer Kollegin beschwert. Er wurde daraufhin gefeuert. Judenwitze, nicht jüdische Witze, sondern Judenwitze, es gibt einen Unterschied, Judenwitze sind antisemitisch. Judenwitze werden wieder vermehrt erzählt und unlängst für den Alltags, ein Beispiel für den Alltagsvorurteile, Alltagsantisemitismus. Und muss beschwerte sich bei mir ein Bekannter in Husum, dass die Juden in Schleswig-Holstein von der Landesregierung schon wieder Geld bekämen. Jetzt 800.000 Euro pro Jahr von der Regierung für den Unterhalt der Gemeinden. Dazu muss man wissen, ohne diese Unterstützung wären die Gemeinden nicht überlebensfähig und wir sollten uns eines nicht leisten können, dass jüdische Gemeinden wieder schließen müssen, auch aus finanziellen Gründen. Und nicht erwähnt wird bei diesen 800.000, wenn die dann auch mal als kritisch angemerkt werden, dass die evangelische und katholische Kirche, allein die evangelische Kirche, an Staatsmitteln fast 12 Millionen im Jahr bekommt. Dagegen sind 800.000 gar nichts. Also es sind nicht die Juden, die immerhin am Geld her sind. Um es drastisch zu sagen. Ich kann nicht alle eklatanten Fälle, es gibt sehr viele, Sie haben sie gelesen, auch jetzt von den Rappern und was weiß ich, ich kann das nicht alles aufzählen. Nicht untypisch ist, was die Schauspielerin Susan Sideropoulos, Mitglied der jüdischen Gemeinde in Deutschland, kürzlich sagte, sie habe neuerdings Zweifel, ob ihre Kinder hier sicher aufwachsen könnten. Und im letzten Antisemitismusbericht der Bundesregierung wird als allgemeine Erfahrung festgehalten, Juden in Deutschland sorgen sich aufgrund täglicher Erfahrung zunehmend um ihre Sicherheit. Ein Teil des Judenhasses kommt, das ist richtig, auch von arabischen Immigranten. Aber man macht es sich viel zu leicht, wenn man sie allein als Folge der neuen Antisemitismuswellen darstellt. Nicht diejenigen übrigens, die erst vor kurzem hierher gekommen sind, bestimmen die Szene. Es gibt andere Erkenntnisse. Antisemitismus unter einer bestimmten Gruppe von Migranten nimmt zu, je länger sie in Deutschland leben. Zumeist ist also nicht die Generation der unmittelbaren Einwanderer, sondern deren Kinder, vor allem, was es sehr viel, vor allen Dingen in Berlin gibt, aber nicht nur in Berlin, vor allem diejenigen, die es nicht schaffen, hier richtig Fuß zu fassen, die merken, dass es anderen besser geht. Dann werden alte Vorurteile mobilisiert und Schuldige gesucht. An allem Elend sind dann, so war es schon in der Heimat, im Nahen Osten, an allem Elend sind dann die Juden schuld. Doch wie gesagt, es wäre sehr fahrlässig, den neuen, latenten und offenbaren Antisemitismus Einwanderern aus muslimischen Ländern allein in die Schuhe zu schieben. Die deutsche rechtsradikale Szene ist nicht nur vorhanden, leider wächst sie. Und antisemitische Tendenzen und Verschwörungstheorien spielen auf der rechten und auf der linken eine große Rolle. Mir scheint auch, dass manche Politiker mit rechtsradikalem Gedankengut spielen, wenn auch nur
um Verbindungen zu den extremen Rändern nicht abreißen zu lassen. Zum Beispiel, Sie wissen, wen ich meine, wenn das Holocaust-Denkmal als Mahnmal der Schande bezeichnet wird. Und selbst wenn es hinterher gesagt wird, ist ja ganz anders gemeint, ist das natürlich gelogen. Und Sie kennen auch das Zitat von der Nazizeit als Fliegenschiss in der deutschen Geschichte. Diese Äußerungen sind bewusst gefallen, um am rechten Rand zu fischen. Und das ist gefährlich. Solange es keine klare Distanz und Trennung von rechtsradikalem und antisemitischem Rand gibt, ist eine, wie auch immer, geartete Zusammenarbeit mit solchen Parteien nicht möglich. Es sei denn, wir stellen die Werte des deutschen Grundgesetzes in Frage. Haupteinfallstor des neuen Antisemitismus ist jedoch das Internet. Das Netz bietet die Möglichkeit, dass sich Gruppen von Gleichgesinnten bilden, die sich gegenseitig informieren und immer stärker radikalisieren. Wer Antisemitismus austoben möchte, kann das in den sozialen Netzwerken hemmungslos tun. Ein Beispiel aus der vergangenen Woche: Nach der Rede zum Holocaust-Gedenken im Bayerischen Landtag hat die Vorsitzende Charlotte Knoblauch, die Vorsitzende des frühere Zentralratsvorsitzende und der jüdischen Gemeinden Bayern, die Vorsitzende, haben AfD-Abgeordnete, nicht alle, den Saal verlassen. Sie hat am Tag danach erzählt, dass sie fast minütlich von Hassmails und Anrufen bombardiert worden ist. Aber das ist nicht nur im fernen Bayern so. Als vor 3 Wochen, glaube ich, in den Husumer Nachrichten stand, dass in Garding ein Afghane die Kirchentür beschmiert hatte und Allah ist der Größte oder irgendwas hatte er drauf geschmiert. Und dann wurde die Bürgermeisterin zitiert von Garding, hoffentlich werden wir jetzt nicht Mittelpunkt von rechtsradikalen Angriffen. Da hat sie am nächsten Morgen allein am einem Vormittag über 80 Mails und Anrufe bekommen, in der sie wütend beschimpft wurde und der die Stadt Garding beschimpft wurde, dass sie solche Leute beherbergt. Die unbefilterte und grenzenlose Verbreitung judenfeindlichen Gedankenguts in den sozialen Medien hat ein nie zuvor dagewesenes Ausmaß erreicht. Man findet das, man braucht nur bei Google das Schlagwort wie Jude oder Judentum oder Israel einzugeben, dann kann man sich wirklich darüber, kann man alles nachlesen. Sascha Lobo, der mit dem roten Kamm, den kennen Sie vielleicht vom Bild, der hat auf Spiegel Online vor einiger Zeit mal die Mühe sich unterzogen, Schwerpunkte des Judenhasses im Netz aufzulisten. Er hat all die bekannten Muster wie Verschwörungstheorien, Holocaust-Gegner, Holocaust-Umdeutner gefunden und dann natürlich als Israel-Kritik getarnten Judenhass, völkische Judenfeindlichkeit bis hin zur stumpfen Globalisierung und Kapitalismuskritik, die dann auch die bekannten Namen wie Rothschild, Zuckerberg oder Spielberg einbezogen. Wir wissen ja, das Netz setzt Emotionen frei, Hemmung, Zurückhaltung, Toleranz oder was wir auch Political Correctness genannt haben oder nennen, spielt bei vielen, die sich in sozialen Medien verbreiten, kaum noch eine Rolle. Unter dem Schutz der Anonymität tobt man sich aus. Das Netz hat seine eigenen Gesetze und vieles erschreckt, was wir dort finden. Angesichts dieser Situation muss man aber auch erkennen, dass viele in der Bevölkerung wach geworden sind und dass auch unsere Politik zumindest in allergrößten Teil wach geworden ist und dass sie gemerkt haben, wie ernst hier eine Bedrohung aufkommt. Die Bundesregierung zum Beispiel und die meisten Bundesländer haben sogenannte Antisemitismusbeauftragte ernannt,
Sie koordinieren Maßnahmen, sind wachsam, sind Ansprechpartner für jüdische Gruppen und gesellschaftliche Organisationen und Vermittler für die Antisemitismusbekämpfung durch Bund, Länder und Zivilgesellschaft. Die Antisemitismusbeauftragten unterstützen stark den Aufbau der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, die sinnigerweise RIAS heißt und die überall jetzt aufgebaut wird. Eine Stelle, in der man, in der jeder melden kann, wenn er einen Verdacht hat, wenn er was sieht, wenn er was hört und wo auch Vorfälle unterhalb der Strafrechtsgrenze registriert und erfasst werden. Man hält so einen sehr guten Überblick auch über Herkunft, über regionale Ausbreitung von solchen Vorfällen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung ist ein früherer Diplomat oder immer noch, er kommt aus dem Auswärtigen Dienst, Dr. Felix Klein. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, in der vergangenen Woche war er zu Gast mittags bei NDR Kultur und hat sehr interessant über seine Tätigkeit berichtet. Es geschieht also einiges. Die wehrhafte Gesellschaft wehrt sich. Frage, kann man sich deshalb ruhig zurücklegen, etwa mit der Aussage, einen gewissen antisemitischen Bodensatz hat es überall und immer gegeben. Das ist wie ein Virus, von dem eine Minderheit befallen ist, ganz gleich, woher der Virus kommt. Ich glaube nicht, dass man beruhigt sein kann, solange beide Formen des Antisemitismus vorhanden sind und wachsen. Der klassische deutsche und europäische und der importierte aus den Ländern des Nahen Ostens. Alle Formen bekämpfen auch das, was Deutschland ausmacht. Das ist nämlich der Grundgegner und der Grund, weshalb das, einer der Gründe, weshalb das so gefährlich ist. Nämlich sie bekämpfen das, was Deutschland ausmacht, Demokratie, Freiheit und Rechtsstaat. Und viele der alten Kräfte, die bestimmend waren für den Judenhass, sind nicht tot. Sie schlafen zum Teil, sind wieder aufgewacht, waren an der Oberfläche, immer noch vorhanden, sind auch wieder zum Teil offenbar geworden und zum Teil wieder da. Sie könnten auch wieder zur Mehrheitsmeinung werden, zumal, wenn unser Wertegerüst weiterhin in Gefahr gerät, wenn wieder Schuldige gesucht werden und Verschwörungstheorien die Runde machen. Berlin ist nicht Weimar. Noch nicht, sagen einige. Noch haben wir einen funktionierenden Rechtsstaat, mehrheitlich akzeptierte Spielregeln und bei allen Schwächen ein funktionierendes Gemeinwesen. Aber wie ist das, wenn die weltweite politische Verunsicherung auch uns voll erreicht? Wenn die wirtschaftliche Stabilität und Prosperität einmal nachlassen sollte. Deshalb ist gerade in Deutschland jeder Bürger gefragt, heute und in Zukunft für den Rechtsstaat einzutreten. Gegen jede Form des Rassismus, gegen Fremdenhass, gegen jede Art der Diskriminierung, vor allem gegen die Diskriminierung von Juden, gegen die Diskriminierung unserer jüdischen Mitbürger. Für Sie und für das Miteinander haben wir eine ganz besondere Verantwortung. Der amerikanische Präsident Donald Trump ist ja kein Einzelfall. Selbst wenn er einmal gehen sollte oder, was viele hoffen, aus dem Weißen Haus gejagt werden sollte, wird die Welt nicht mehr so sein, wie sie einmal war. Sein Populismus, sein staatlicher Egoismus und seine Politik der Drohungen, die selbst den Krieg wieder als ein Mittel der Politik erscheinen lassen, haben diese Welt schon jetzt verändert, haben auch unser Land verändert, auch im Umgang mit Minderheiten. In den USA ist zum Teil der alte Rassismus wieder aufgeflammt, der nie völlig verschwunden war. Die Kluft der Gesellschaft wird hier wie dort größer, nicht nur der Graben zwischen Arm und Reich.
Und Populismus, der sich auch in Europa breit macht, sucht die einfachen Lösungen und Erklärungen. Mit ihm einher geht eine neue Respektlosigkeit und Intoleranz, die nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch mitten in der Gesellschaft, ich sage sogar auch mitten in den Programmen, aus denen ich komme, wenn ich mir manches an Satire, Sendungen, Kabarett, wie das mit Menschen umgesetzt, angehört, dies ist ein Menschenbild, das ich so nicht vertreten kann. Und wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute von sich aus sagt, wir sind die kritische Stimme des Landes, dann ist das ein völlig anderes Verständnis, als wir es einmal gelernt haben. Öffentlich-rechtliche bedeutet für uns auch Versöhnung von Mehrheiten mit Minderheiten. Diese Versöhnung, davon ist heute, kannst du heute überhaupt nicht mehr reden. Wenn also all das schlimmer wird, dann ist die Zukunft gar nicht so sicher und beruhigend. Die Wachsamkeit aller ist gefordert, stärker denn je. Aber wie gesagt, es gibt auch positive Ereignisse zu vermelden. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass im vergangenen Jahr eine Gruppe von jungen Juden und Muslimen die Gedenkstätte in Auschwitz besuchten. Die Teilnehmer kamen aus Schleswig-Holstein, aus Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Die jungen Flüchtlinge, die dabei waren, kamen aus dem Irak und aus Syrien. An einer Feier mit Kranzniederlegung nahmen auch der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und der Ministerpräsident von Thüringen teil. Der eine Mitglied der CDU, der andere Mitglied der Partei Die Linken. Auf dieser Feier sagte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland: Wir deutschen Muslime bekennen uns damit, uns für den Erhalt des Rechtsstaats einzusetzen. Wir bekennen uns zu unserer freiheitlichen Demokratie, zu unserer von Vielfalt geprägten pluralen Gemeinschaft in Deutschland. Ich möchte dem eigentlich nichts mehr hinzufügen. Herzlichen Dank und verzeihen Sie, dass ich so lange in Anspruch genommen habe. Ja, meine Damen und Herren, Henning Röhl und ich haben ausgemacht, dass wir nach dem Vortrag über dieses Positivbeispiel, mit dem er seinen Vortrag normalerweise schließt, ein kleines Video uns noch ansehen, dauert 3,5 Minuten. Das ist mit Erlaubnis des Fernsehdirektors Tom Mehlen vom Kieler Funkhaus des NDR, darf ich das heute hier zeigen. Das ist uns kostenfrei gestattet worden in dieser öffentlichen Veranstaltung. Und ich zeige jetzt diesen kleinen Beitrag des NDR und dann machen wir eine Pause und nach der Pause finden wir uns hier wieder zusammen, wer noch möchte, zu einer Diskussion, zu einer kleinen Talkrunde mit anschließender Publikumsöffnung. Ja, das ist ein außergewöhnliches Projekt, das es so noch nicht gegeben hat. Junge jüdische und muslimische Menschen sind gemeinsam für eine Woche nach Auschwitz gereist. Ich wollte gerne, oder habe mit Herrn Röhl auch wieder verabredet, eine kleine Überleitung nochmal zu machen zur Diskussion. Und zwar, ich weiß nicht, wer das auf dem Video erkannt hat. Ich mache es mal das Licht aus. Moment. Genau, da sieht man in der Mitte jemanden stehen, den Sie kennen. Da war nämlich jemand bei der Begegnung dabei mit den Muslimen und Juden, der als Christ eingeladen war. Das war nämlich der Leiter der KZ-Gedenkstätte Lahlund in dem Augenblick. Das war im vergangenen August gewesen. Und Sie sehen da hinten so ein kleines Mädchen mit einem roten Kleid. Das haben Sie schon mal gesehen auf dem Prospekt oder auf der Einladungskarte für heute. Das ist nämlich die kleine Johanna. Die war auch mit dabei. Darüber könnte ich noch was erzählen, weil sie ist ja von der Abstammung her ist sie ein Roma-Kind. Sie wäre also auch in Auschwitz vergast worden, wenn sie damals schon gelebt hätte.
Ja, jetzt wollte ich mal sagen, dass zu dieser, nachdem ich da dabei war, war eine der Konsequenzen, die ich gezogen habe, was da entstanden ist von der Idee her, hier diese interreligiösen Dialoge als Format zu machen. Das knüpft ja eben an das an, dass Juden und Muslime und ein paar Christen waren auch dabei, natürlich auch Daniel Günther und Bodo Ramelow, damals gesagt haben, sie beten dort gemeinsam an den Gräbern. Wir haben diese Diskussionen gemacht und jetzt leiten wir mal einfach über zu einer Frage. Entschuldigung. Die erste Frage war nämlich, die ich jetzt auch, mit der wir die Diskussion gleich eröffnen, die stelle ich jetzt selber. Der Unterschied, das hat Herr Röhl schon zum Teil beantwortet, zwischen Israel und Kritik und Antisemitismus. Und jetzt sehen wir noch mal, was unser jüdischer Gast am letzten Sonntag dazu gesagt hat. Wo ist eigentlich die Grenze zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus? Die Grenze ist da, wo man eigentlich denkt, dass es so etwas wie eine spezifische Israel-Kritik geben soll. Dann ist es antisemitisch. Warum soll ich ausgerechnet Israel kritisieren und nicht andere Länder? Wenn ich aber sage, ich kritisiere eine Handlung einer konkreten Regierung, eine konkrete Handlung, die ich nicht richtig finde und die ich auch nicht richtig finden würde, wenn Frankreich sie machen würde oder Irland oder Dänemark oder was auch immer, dann ist das natürlich nicht antisemitisch. Und warum? Warum ausgerechnet die Region so besonders? Wenn es daran liegt, dass Israel der jüdische Staat ist und die Leute deswegen so ein besonderes Interesse daran haben, dann würde ich sagen, das könnte in der Tradition, dass man alles, was mit Juden zu tun hat, besonders beobachtet in Europa, daran liegen. Und dann ist es vielleicht gar nicht bewusst antisemitisch, aber doch irgendwie davon beeinflusst. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt, Leute, ich habe schon immer Juden gehasst, deswegen hasse ich jetzt Israel. Das werden die wenigsten sagen. Aber vielleicht spielt es eine Rolle. Und deswegen kann ich also sagen, es gibt einen 3D-Test. Delegitimierung, Dämonisierung und doppelter Standard. Das heißt, wenn ich Israel anders bewerte, wenn ich Israel erstmal als Ausgeburt des Bösen darstelle und andere Staaten, vielleicht also irgendwie eine benachbarte Diktatur oder totalitären Staat in der Nachbarschaft von Israel, gar nicht so schlimm finde wie das demokratische Israel. Wenn ich sage, alle Völker haben das Recht auf einen eigenen Staat, nur die Juden nicht, dann ist das Delegitimierung. Dann frage ich mich, warum denn die Juden nicht? Aber die Kurden zum Beispiel ja und die Tibeter vielleicht auch ja. Wenn wir in Deutschland seit 70 Jahren unter Vernichtungsdrohungen der Nachbarn und Teil einer Minderheit im eigenen Land leben würden, dann wären wir bestimmt keine funktionierende Demokratie mehr. Ja, vielen Dank. Soweit Walter Joshua Pannbacker, der hier vor einer Woche zu Gast war. Und nun bitte ich Henning Röhl, hier vorne Platz zu nehmen. Ich schaue nochmal, ob das Mikro eingeschaltet ist. Ja. Und sozusagen die erste Frage zu beantworten. Das ist das Publikumsmikrofon, das wir nachher rumreichen wollen. Das, genau. Und Sie haben ja selber schon eine ähnliche Abgrenzung vorgenommen. Es stammt ja auch aus der, wie heißt sie, International Holocaust Remembrance Alliance. Die hat sozusagen als die Definition, eine international anerkannte Definition von Antisemitismus gemacht hat, das auch als Beispiel gegeben. Wenn man Israel kritisiert wie jeden anderen Staat auch, dann ist es kein Antisemitismus, sondern normale politische Kritik. Wenn es aber speziell darauf abstellt, und so haben Sie es, glaube ich, auch gesagt, dass Israel eigentlich gar nicht da sein darf, wo es ist, oder dass es spezielle Eigenheiten von Juden sind, die sich darin abbilden in dieser schlechten Politik oder von Zionisten, dann wird es gefährlich, dann haben wir es mit Antisemitismus zu tun. Sagen Sie vielleicht noch etwas zu der Unterscheidung und dann würde ich noch eine spezielle kritische Abgrenzungsfrage stellen. Danke. Ach, jo, danke. Habe ich vergeben. Ja, es ist zu dieser Unterscheidung jetzt so viel gesagt worden und je mehr man sagt, desto verworrener wird es.
Es ist immer einzelfallabhängig und es gibt ein paar Grundkriterien, aber die sind ja genannt worden, ich will ja nicht alle wiederholen. Und man muss sich immer im Klaren sein, bei aller Berichterstattung und Beurteilung von Nahost. Ich habe das ja viele Jahre gemacht, ich war ja mal 6 Jahre lang Chefredakteur von Tagesschau und Tagesthemen. Jedes Bild, jede Nachricht aus dem Nahen Osten kann eine gefälschte Nachricht. Fake News ist ja nicht von Herrn Trump, das gibt es ja schon viel früher. Und es ist heute so, in jeder Auseinandersetzung versuchen alle Parteien mit propagandistischen Mitteln, mit gefälschten Nachrichten für sich Werbung zu machen. Dies ist bei den Palästinensern sicher noch stärker ausgeprägt als bei den Israelis. Aber natürlich gibt es auch bei den Israelis Versuche, so wie es in Amerika gibt, wie es in Deutschland auch gibt, Besonderes darzustellen und besonders im Sinne der Regierung. Aber Israel ist eine Demokratie. Und Israel ist eine sehr streitige Demokratie. Und das schlägt sich in der Berichterstattung nieder. Ich habe es ja alles gesagt. Es ist nur in jedem Einzelfall wahnsinnig schwierig zu beurteilen. Und wenn ich so manchmal sehe, die Kollegen heute, die auf dem Bildschirm so schnell ihre Urteile fällen und so schnell ihre, wie sie es heute nennen, Einordnung, was meines Erachtens meistens Kommentare sind, dann muss ich sagen, da warst du dich aber ganz schön weit vor. Es gibt ein Problem, das auch zu erwähnen, das ist das Gaza-Problem, bei dem niemand, glaube ich, weiß, wie das lösbar ist. Es ist so eine Problematik, die sind im Vorgarten von Israel, beschießen Israel. Israel riegelt das ab, zum Teil mit wirklich möglicherweise auch menschenrechtswidrigen Aktionen. Aber was soll man tun? In dem Moment, in dem sie Gaza öffnen, können sie sich selbst aufgeben. Bei dem an zerstörerischen Potenzial, was in Gaza vorhanden ist. Gut. Ja, danke schön. Jetzt zu der schwierigen Frage, weil da haben wir jetzt gerade schon wieder Judentum und Politik des Staates Israel sehr nah beieinander gesehen. Richtig ist sicher, dass der Staat Israel ein Zufluchtsstaat ist für Juden aus aller Welt und das auch sein will. Und es lebt natürlich auch eine kleine Minderheit in diesem Staat, das hat auch Herr Pannberger betont letztes Mal, die teilweise staatskritisch eingestellt ist, teilweise auch den Staat mitträgt. Ja, also was das Arbeiten in Israel betrifft. So klein ist die Minderheit gar nicht. 20%, ja. 20%. Ja, immerhin, das sind also über 1 Million. Eine beachtliche Minderheit und die ist sozusagen auch für die ist auf der einen Art an Israel ein Segen, weil Arbeiten in Israel wollen alle. Und auf der anderen Seite ist sie natürlich ein Problem, weil sie teilweise eben diese Vorzüge nicht nur dankbar annimmt, sondern teilweise auch kritisch ist. Ein Problem, das ich sehe und wo ich Sie fragen muss, dass Israel sich zum Sprecher nicht nur des eigenen Staates, dieses Staates, der auch für Juden da sein will, sondern des Judentums weltweit macht. Ist das nicht die Gefahr, dass da die Propaganda sozusagen einen Schritt zu weit geht, der auch schädlich sein könnte? Macht Israel sich zum Sprecher des Judentums weltweit? Das ist auch wieder so eine Behauptung, von der ich gar nicht weiß, ob die richtig ist. Okay. Es gibt wie heißt der Verein von Herrn Lauder? Das ist der offizielle Sprecher des Zentralrat, heißt es nicht, wie heißt es? Früher war das der IOC-Mensch. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber Israel macht sich nicht zum Sprecher. Israel sagt, und das ist Grundlage dieses Staates, jeder Jude auf der Welt hat das Recht, israelischer Staatsbürger zu sein. Aber damit behauptet Netanjahu noch nicht, er sei der Sprecher der Juden in aller Welt. Das ist er nicht. Das ist gut. Also wenn nicht jeder Jude ist Zionist.
Längst nicht jeder. So weiß ich es auch. Ich habe das aus einer bestimmten Diskussion, die unter anderem zusammenhängt mit einem besonderen Einzelfall, den man ja beurteilen müsste, nämlich mit der Bank für Sozialwirtschaft. Dazu muss ich ein klein bisschen ausführen, weil das nicht alle kennen können. Das Simon Wiesenthal Center, das nach dem sehr verdienten Holocaust-Überlebenden Simon Wiesenthal benannt wurde, das hat lange Zeit viele Verdienste erworben und es macht aber jedes Jahr eine Liste mit den 10 schlimmsten antisemitischen Vorfällen weltweit. Und auf diese Liste sind schon verschiedene Persönlichkeiten bekommen, die sich dann auch teilweise erfolgreich gewehrt haben. Jakob Augstein beispielsweise, Ihr Journalistenkollege, wobei ich den Fauxpas, den er sich da erlaubt hat, selber kritisiert hatte, noch bevor er auf dieser Liste war, in einem eigenen Beitrag. Und es waren zwei britische Labour-Abgeordnete drauf, die selber Juden sind. Es war beispielsweise eine UN-Organisation drauf, die Vereinten Nationen sozusagen mit auf dieser Liste. Und jetzt als letztes die Bank für Sozialwirtschaft. Und die hat folgendes Problem gehabt. Sie hat ein Konto eröffnet gegenüber einer Organisation, die nennt sich Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden. Und darauf ist sie in die Kritik geraten. Das hat zuerst die Jerusalem Post aufgegriffen. Und die schreibt sehr, oder ist zumindest ein regierungsnahes Medium. Und die hat sie angegriffen und gesagt, das geht doch nicht, weil die haben wieder Kontakt zu diesen Boykottorganisationen BDS, die also verlangen, dass man Israel boykottieren soll. Und die gelten jedenfalls in Teilen von dem, was sie machen, dazu gehört auch die Idee des Boykotts, als antisemitisch. Daraufhin haben die zwar erklärt, ja, einiges, was die machen, davon grenzen wir uns ab, anderes ist aber richtig und wir... Und daraufhin kam dann ein riesiger Druck auf die Bank für Sozialwirtschaft, dass sie einer jüdischen Organisation ein Konto kündigt, das sei doch antisemitisch. Und unter diesem Druck haben die das Konto wieder eröffnet. Und dann sind sie dadurch, dass sie das Konto wieder eröffnet worden, beim Simon Wiesenthal Center auf die Liste der 10 schlimmsten Antisemiten weltweit gekommen. Und jetzt haben sie gesagt, das ist eine klassische Lose-Lose-Situation. Wenn du sozusagen zwischen jüdischen Organisationen, zwischen die Fronten gerätst, kannst du nur Verlierer sein und bist du EOIPSA, ein Antisemit, weiß gar nicht, was sie machen soll an der Stelle. Die lässt jetzt wissenschaftlich untersuchen von jemandem, der am Lehrstuhl für Antisemitismusforschung von Professor Benz, wo auch Angelika Königseder mal war, die diese Ausstellung hier, die neu organisiert hat oder gemacht hat, für uns erarbeitet hat, lässt er sozusagen ein Gutachten erstellen und hat auch den Herrn Klein von der Bundesregierung, den Antisemitismusbeauftragten, mit einbezogen, damit das Ganze, betont die Bank für Sozialwirtschaft, auf wissenschaftlicher Basis geklärt wird. Denn es hat den Verdacht, dass das SWC, das Simon-Wiesenthal-Center, sozusagen politisch ist, dass die sozusagen als verlängerter Arm der israelischen Regierung. Und daher kommt dieses mit der Kritik, dass einige so tun, als wäre die israelische Regierung praktisch das Judentum oder deren Sprecher und wer die kritisiert. So. Und dagegen haben sich sozusagen auch diese jüdische Stimme gewandt. Daher kommt sozusagen diese Diskussion. Es gibt ja auch innerjüdische Auseinandersetzungen immer wieder. Das ist ein Normalfall. Ich würde eine solche Auseinandersetzung nicht irgendwo jetzt auf irgendwelche Höhen, die gibt es. Es gibt zum Beispiel, gab es heftige Erklärungen der israelischen Regierung in den letzten Monaten gegen das Jüdische Museum in Berlin, gegen die Jerusalem-Ausstellung. Ich habe die selber gesehen, diese Jerusalem-Ausstellung, die ist versucht, einigermaßen historisch objektiv Jerusalem darzustellen. Es gibt etliche in Israel, man darf nicht vergessen, dass in dieser Koalition, die dort herrscht, die Orthodoxen ein Zünglein an der Waage sind, dass der Netanjahu vielleicht ganz anders ist, dass der anders reden muss, als er reden kann, weil er auf seinen Koalitionspartner Rücksicht nehmen muss. Der Verteidigungsminister ist ja sogar zurückgetreten, deshalb gibt es ja Neuwahlen. Es gibt also Auseinandersetzungen, die sind zu liberal in manchem und manche sind nicht, aber die hat es innerhalb des Judentums immer gegeben. Da hat man sich die Köpfe eingeschlagen, Gott sei Dank. Daher kommt auch die Diskussionskultur, daher kommt die Intellektualität. Und ich will das jetzt nicht immer mit moralisch und beleidigt bewerten. Ne? Jakob Augstein war fürchterlich beleidigt, aber das war auch doof, was er geschrieben hat. Im Grunde weiß er das selbst längst. Ne? Aber Augstein ist ja auch ein Polemiker und Polemik gehört dazu. Und man muss das nicht immer gleich jetzt alles so grundsätzlich, das ist böse und das ist böse.
Es sind verschiedene Meinungen, die da im Raum stehen, und die gibt es in Jerusalem so stark wie nirgendwo anders. Das ist nun mal so, das gehört dazu. Okay, dann meine letzte Frage, wie kann man es denn richtig machen? Also Sie haben noch nicht beantwortet, Konto oder kein Konto. Was soll die Bank für Gemeinwirtschaft jetzt machen, um den... Es tut mir leid, Herr Jon, aber die Bank für Gemeinwirtschaft interessiert mich nicht. Das ist, ich kenne sie nicht und sie interessiert mich nicht. Sie hat Kontakt zur BDS. BDS halte ich für eine wirklich schlimme Organisation. BDS will das Ende des Staates Israel. Und alles andere ist mir egal. Es gibt wichtigere Probleme auch im Zusammenhang mit Israel als die Bank für Gemeinwirtschaft. Entschuldigung, die haben nicht direkt ein Konto bei denen, sondern die können ja aus den Kontakt zu denen haben, die, wie heißt sie, die jüdische Stimme für einen gerechten Frieden, und für die sind eingetreten wirklich bedeutende jüdische Stimmen, auch Micha Brumlik beispielsweise, Professor Brumlik, der eine wichtige Kritiker auch war des frühen intellektuellen Antisemitismus in der 68er-Bewegung. Das war ihm ja auch aufgefallen nach der Entebbe-Entführung. Also und auch Noam Chomsky ist für die eingetreten. Also die sind nicht irgendwer, diese jüdische Stimme für einen gerechten Frieden. Und die sagen, nur dieses Kontaktverbrechen, dass die sozusagen mit jemandem reden, dessen Meinung sie nicht sind, aber sie reden mit ihm, das geht ein bisschen weit. Es geht auch weit, aber es gibt auch auf der anderen Seite gibt es Probleme. Ich weiß nicht, ob Sie das erinnern, im vergangenen Herbst gab es zur ganzen Israel- und Antisemitismus-Problematik eine Tagung in der Evangelischen Akademie Bad Boll. Da waren mit einer Ausnahme nur Referenten geladen, die der BDS nahestanden. Das geht auch nicht. Und das war eine kirchliche Organisation. Davon haben sie viel noch. Und wenn die auf der Liste der Simon Wiesenthal, die sind vielleicht nicht bedeutend genug, dass Simon Wiesenthal die gar nicht bemerkt hat, das ist Gott sei Dank auch unter dem, fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit, diese Tagung hat stattgefunden. Aber sowas gibt es halt, und ich würde das alles nicht so ernst nehmen. Naja, also Brot für die Welt stand auch auf dieser Liste der 10 schlimmsten Antisemiten, so viel sollten wir auch noch dazu sagen. Also ich bin sehr kritisch, was Brot für die Welt anbelangt. Ich bin sehr kritisch, weil ich spende für Brot für die Welt nicht. Gut, das ist ein anderes Thema, ist ein langes Thema. Ich habe nur wirklich sehr viel mit meiner Kirche im Sinn, und das ist meine Heimat. Aber es gibt Organisationen der Kirche, für die ich nicht bin. Es gibt auch, ich kann jetzt mal in die Einzelheit gehen bei Brot für die Welt. Ne? Brot für die Welt hat ein neues Haus gebaut in Berlin, direkt neben dem Hauptbahnhof. Ein wunderschönes, großes Haus. Pro Mitarbeiter Arbeitsfläche von 22 Quadratmetern. Als ein Mitglied des Finanzbeirats, der EKD, diese Kosten, Grundstück gab es umsonst, weil das der Mission gehörte, den Diakonischen Werk in Berlin. Als sagte in seiner Firma, rechnete er mit einer Mitarbeiter-Quadratmeterzahl von 12, was auch heute üblich ist, weil es wechselt ja und es sind ja nicht immer alle da und was weiß ich. Brot für die Welt braucht 22 pro Quadratmeter bei einem Baukostenpreis von direkt neben dem Berliner Hauptbahnhof. Können Sie sich vorstellen. Ne? Das sind, wenn Sie diese Paläste, manche kirchlichen Paläste sich anschauen um manches, dann... Komm, ich verrede mich jetzt in Rage, das kommt nur durch die Bank für Gemeinwirtschaft, das ist für mich so ein... da ist manches ganz heftig zu kritisieren an der Organisation von Kirche. Die sollten sich mal mit wesentlichen Inhalten, sollten sich mal mit der antisemitischen Tradition der Kirche beschäftigen, sich immer noch viel zu wenig, und nicht mit dem, wie sie organisieren, wie sie die Gemeinden hier aushungern, wie sie wer weiß was alles hier machen und dann vom Staat immer noch Geld fordern. Und denen geht es noch, die Kirche hat noch nie so viel Geld gehabt wie zurzeit. Und sie jammern nur, dass sie kein Geld haben. Und sie ziehen die Pastoren ab und wir haben keine Pastoren mehr und haben Kirchen da stehen, die wir jetzt für 22 Millionen renovieren sollen. In 10 Jahren sind sie wieder genauso kaputt. Also da sollte man sich auch mal über Aufgaben und aber das ist nicht das Thema von heutigen Namen. Sie haben mich nur drauf gebracht. Ja. Sie haben angebohrt, weil ich gerade mit Klaus Jensen drüber gesprochen hatte. Es tut mir leid. Macht überhaupt nichts, weil bei mir tragen Sie Eulen nach Athen. Ich bin in Berlin stellvertretender Vorsitzender des Fahrvereins der ECPO. Wir kümmern uns auch oder wir beklagen auch diese
Aussöhnung mit den Pastoren. Das liegt aber jetzt im Moment auch daran, dass wir wirklich einen Pastorenmangel haben. Es wollen keine noch Leute nicht, mit Theologie studieren. Der kommt in 10 Jahren. Wir merken ihn schon, also ja. ganz ehrlich. Wir haben auch Krankenstände manchmal, weil eben nicht genug Pastoren da sind, sich gegenseitig zu vertreten, und das wird dann immer schlimmer. Darf ich mal sagen, der Pastorenmangel kommt auch. Was aber in 10 Jahren kommt, was heute nicht bedacht wird, dann sind die geburtenstarken Jahrgänge in Pension. Die geburtenstarken Jahrgänge sind fast alle, verdienen sehr gut, sind nicht aus der Kirche ausgetreten. Die Jüngeren, ich weiß das von meinen Enkeln und so, diese Generation ist die Austretgeneration. Die kriegen ja auch alle gesagt auf der Bank oder von ihren Versicherungsvertretern, tritt aus, das, was du an Kirchensteuer zahlst, kannst du für deine Altersversorgung. Ist viel besser. Es wird das böse Erwachen kommen in 10 Jahren, was die Kirche und das Geld anbelangt. Und da müsste man heute vorsorgen. Das ist Vorsorge für die nächste Generation. Aber ich bin schon wieder auf einem anderen Thema. Dickes Brett. Okay, jetzt machen wir die Öffnung. Herr Axel möchte gerne eine Frage stellen. Genau, Axel. Borschow, genau. Stichwort RIAS. Es wird recherchiert, es gibt überall Beauftragte, das Material ist vorhanden, es wächst und wächst, aber was wird getan? Also, wie weit werden daraus Konsequenzen, zum Beispiel im schulischen und anderen Bereich gezogen, damit man präventiv arbeiten kann, beziehungsweise vorgehen? Die Organisation von RIAS wird ja gerade erst aufgebaut. Ne? Das geht ja langsam, aber das ist schon, ich kann Ihnen auch aber das ist etwas, wofür der Herr Klein und seine Leute auch sorgen werden, dass das dann in die Ministerien hineingeht und wenn sie zum Beispiel eine regionale Aufteilung, dass sie auch wissen, wo sie besonders ansetzen müssen, auf welchen Wissensgebieten sie besonders ansetzen. Das wird in die Schulpläne, weil da sind die Kultusministerien, glaube ich, auch sehr einsichtig, wird das eingehen. Und das wird, RIAS wird Folgen haben, wenn das erstmal mit dem Aufbau funktioniert und wenn das auch die gegenseitigen Informationsströme, aber es wächst sehr schnell und es ist eine sehr gute Sache, dass wirklich an der Basis was passiert. Ja, hat noch jemand eine Frage, ein Statement? Ajo Stuck. Ich habe auch ein Zitat gehört von Herrn Höcke und ich erinnere mich noch sehr genau an den Tag, an dem er diese Rede gehalten hat. Da war hat Joachim Gauck seine letzte Rede als Bundespräsident gehalten. Witzigerweise tauchte sie fast gar nicht in den Medien. Aber diese Rede von Höcke, die kam fast wie in einer Dauerschleife, sodass ich mich frage, inwieweit haben die Medien auch dafür Sorge getragen, dass eine Plattform entsteht also auch eine Empörungswelle inszeniert wird, sag ich mal, die eigentlich auch nicht befördert. So, ich fand das sehr, sehr schade, dass gerade so die Rede von Joachim Gauck, dass die Keime, die war sehr stark, sehr gut. Aber sowas tauchte gar nicht in den Medien auf. Das war am gleichen Tag. Nicht? Und da wurde es nochmal so deutlich, worauf legen die Medien eigentlich ihren Fokus? Und wodurch befördern sie eigentlich ein Thema, das sie eigentlich kritisch mit einer kritischen Berichterstattung eben Sie sprechen das an, was eigentlich fast täglich Thema von zwischen meiner Frau und mir am Frühstückstisch ist. Sie empört sich immer, wenn wieder ein AfD-Zitat ist und was weiß ich, und ich sage immer, nun sollen die doch mal die Klappe halten und sollen nicht so viel darüber schreiben. Und ich glaube auch, dass ein Teil des Zulaufes daher kommt, dass zu viel darüber berichtet worden ist. Und Sie haben völlig recht, da kommt so ein Zitat, was schlimm ist. Und der Höcke ist schlimm. Ich habe in der letzten FAZ, die hat ja immer diese Wochen
Ausgabe, da ist eine richtig gute Analyse über die AfD und über den Höckeflügel der AfD, über die Partei. Da, wenn man das mal nachliest, ist das ja, eigentlich sollte man die Zitat nicht mehr benutzen, weil das abgedroschen ist. Noch schlimmer ist das Zitat von Gauland. Das ist auch abgedroschen und Gauland hat sich dafür entschuldigt, genauso wie für seine Boateng-Bemerkung. Ob die Entschuldigung ehrlich ist, weiß ich nicht. Aber man sollte eigentlich darüber gar nicht mehr, man sollte nicht so viel darüber reden. Es gibt aber andererseits, wenn man darüber nicht redet, es gab auch, dann wird einem immer vorgehalten, ja, auch in der Weimarer Republik haben wir gesagt, komm, lass doch die Nazis, nimm sie nicht ernst, red nicht drüber, schreib nicht so viel drüber. Und was ist geworden? Also es ist wahnsinnig schwierig. Ich meine auch, dass in der Gesamtberichterstattung manches übertrieben ist. Analytisch, ja, über AfD beispielsweise. Analytisch aber auch über die linken Extreme wird manchmal, dass der Verfassungsschutz bei der Linken auch prüft, das wird dann gar nicht erwähnt. Ne? Das ja, aber nicht zu viel darüber reden und nicht zu viel und jedes Mal wieder dieses Aufregerthema daraus machen. Das ist leider in unserer Berichterstattung so, dass wir manche Themen übertreiben und davon fallen andere unter den Tisch. Ist so, lässt sich nicht anders. Es gibt manche, die sagen, das hat auch sowas mit dem, guck dir mal die antisemitischen Vorfälle jetzt an. Gut, es hat zugenommen. Ist aber letztendlich auch dadurch zu erklären, dass jeder Fall auf eine Art und Weise in der Presse hochgespielt wird. Jetzt wird es gefährlich, ich weiß. Aber da ist auch was dran. Man sollte auch manchmal etwas zurückhaltend sein. Also es gibt Wenzel Michalski in Berlin, der war mal bei mir Volontär, deshalb beobachte ich den so genau. Ist ein netter, kluger Junge. Aber der hat es auch gelernt, propagandistisch zu arbeiten. Und der ist einer, der manche Vorfälle in Berlin immer wieder hochhebt. Auch im Fernsehen ist er, auf seine Tochter ist in der Schule, hat mal was erlebt, was jeder erlebt. Mich haben sie auch beschimpft, du blöder Pastorensohn oder was weiß ich an der Schule. Das ist jeder. Das wird aber in dem Fall, dann wird das auf eine Art und Weise, ist auch richtig. Aber es ist immer ganz schwer, die Grenze zu ziehen. Und ich glaube schon, dass im heutigen Journalismus oder früher auch so, dass manches übertrieben wird und man bei manchem in der Berichterstattung zurückhaltend sein könnte. Wenn sie es aber nicht tun, kommen morgen fünf andere und sagen, du unterdrückst Nachrichten. Es gab auch einige Fälle, wo man versucht hat, Auseinandersetzung, Hetzjagd oder nicht Hetzjagd. Die einen haben gesagt, das ist übertrieben, die anderen haben immer auf der Hetzjagd rum, Chemnitz, Sie erinnern sich, Sie wissen, worum es geht. Es ist wahnsinnig schwierig, da den genauen Mittelweg zu finden.